Hey Kid! Ja, hallo, Tag auch! Was wollt ihr denn hier? Ach du lieber Himmel, die Wochenshow beginnt gleich. Komm, ich geh im Fernsehen? Nein. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Sima. Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Bös verschätzt, der Eurofighter ist viel zu klein. Rätselhaft, was ist bloß mit Dr. Best los? Und XY ungelöst. Zimmermann fängt seinen letzten Verbrecher. Die Themen der Woche. Finanzminister Theo Weigel wehrt sich gegen die anhaltende Kritik an seiner Person. Empört wies er gestern das Gerücht zurück, er würde die Abgeordnetendiäten senken. Meine Kollegin Anke Engelke holte den Finanzminister für ein kurzes Gespräch vor die Kamera. Herr Weigel, stimmt es, dass Sie im Wahlkampf vor allem von Frauen genervt werden? Ich hätte Sie auch zur Steuerreform fragen. Morgen fällt im spanischen Jerez die Entscheidung um die Formel-1-Weltmeisterschaft. Favorit ist der Ferrari-Pilot Michael Schumacher. Denn nur einer kann ihn noch stoppen, sein kleiner Bruder Ralf. Unser Sensationsreporter Bastian Pastewka musste mit ihm sprechen. Ja, bei mir steht jetzt Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, Sie sind ja richtig zu beneiden, muss man ja sagen. Die Schule abgebrochen, direkt in die Formel 1 und deshalb sind Sie jetzt auch viel unterwegs. Morgen zum Formel 1-Finale fahren Sie nach Jerez in Spanien. Wie gefällt Ihnen denn der dortige Rennkurs? Ich bin zum ersten Mal da. Also außer, dass er in Ungarn ist, weiß ich nicht viel darüber. In Ungarn? Ja, man hört ja, dass die Zielgerade dort auch ziemlich lang sein soll. Gut, vielen Dank, Ralf Schumacher und Kollege. Und uns unserer Top-Story. Wir bleiben natürlich bei der Formel 1. Michael Schumacher führt mit einem Punkt vor dem Kanadier Villeneuve. Sollte es nach dem Rennen morgen einen Punktegleichstand geben, wird die WM durch Elfmeterfahren entschieden. Wir blicken für Sie noch einmal auf die Saison zurück. Die Formel 1 zog in diesem Jahr wieder Millionen Menschen in ihren Bann. Hier noch einmal die Höhepunkte. Auf die Plätze, fertig, los. Schon der Saisonauftakt im australischen Melbourne verläuft spektakulär. Der Kanadier Jacques Villeneuve verliert gleich in der ersten Kurve die Kontrolle über seinen Boliden und landet im Kies. Auch Ralf Schumacher hat wenig Glück. Nach nur zwei Runden muss er seinen Jordan mit Getriebedefekt abstellen. Doch am schlimmsten erwischt es Damon Hill. Er rollt schon in der ersten Runde mit Motorschaden aus. Beim Grand Prix von Argentinien setzt Ferrari auf noch mehr Pferdestärke und schickt eine neue Entwicklungsstufe des F310 ins Rennen. Doch Mercedes McLaren überrascht die Konkurrenz und zieht brandneue Goodyear-Reifen auf, mit denen Pilot Mika Häkkinen ohne Boxenstopp durchfährt. Beim traditionellen Wüstenrennen im Südjemen setzt sich Lokalmatador Arafat souverän durch und entscheidet das Rennen für sich. In Hockenheim schließlich kommt es zum Eklat. Der bis ins Ziel führende Villeneuve übersieht die schwarz-weiß karierte Flagge und muss ohne Punkte nach Hause fahren. Alles in allem aber ein sehr spannendes Rennen. Der Start zum Grand Prix von San Marino verläuft ohne Probleme. Das Feld kommt gut weg und nur Damon Hill wird durch einen missglückten Boxenstopp weit zurückgeworfen. Für ohrenbetäubenden Motorenlärm sorgt dagegen das Benetton-Team. Mit dieser hochwertigen Hi-Fi-Endstufe, die jedoch später durch die Rennkommissare verboten wird. Beim vorletzten Rennen im japanischen Suzuka eskaliert der Streit zwischen den beiden großen Rivalen Michael Schumacher und Jacques Villeneuve. Der unvorsichtige Villeneuve verliert auf der Zielgeraden einen Reifen und kurz darauf den Privatwagen von Schumacher zertrümmert. Beim letzten Rennen in Spanien dürfte also für Spannung gesorgt sein. Guten Abend.
Der Schriftsteller Günter Grass sorgte in dieser Woche für große Aufregung. Mit spitzer Feder und geschliffenen Worten attackierte er die Bundesregierung. Wir zeigen Ihnen noch einmal die wichtigsten Passagen aus seiner eindrucksvollen Rede. Am Anfang gibt es da zwei alte Männer, 70 Jahre alt. Am Anfang gibt es da zwei alte Männer, beide 70 Jahre alt. Der eine. Sei es als Maskottchen oder seine Existenz anerkannt, gibt es eine Seite gestört. Ist ein Kack und Narrenschaft. Ein Spitzel von Anblick. Ich möchte mal vorschlagen, dass wir vielleicht ganz kurz mal unterbrechen. Nachrichtenüberblick mit der wortgewandten Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Bonn. Auf der gestrigen Bundestagssitzung forderte Bundeskanzler Helmut Kohl die Besserverdienenden auf, ihren Wohlstand mit anderen zu teilen. Er selbst ging dabei mit gutem Beispiel voran. Dazu passen noch ein paar Bonbons. Vielen Dank, Herr Kanzler, alles Graue ist reich. Felle. Der SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine absolviert zurzeit eine vorgezogene Wahlkampftournee durch Niedersachsen. Sein Werbematerial ist allerdings nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Das Foto ist etwas älter, aber nach der Wahl kriege ich neue. Die Dreharbeiten für die US-Erfolgsserie Baywatch mussten am vergangenen Mittwoch abgebrochen werden. Der Grund? Superstar David Hasselhoff weigerte sich, eine erotische Szene zu drehen. Was heißt hier? Immer nur Sex, hä? Du drehst jetzt die Traktornummer mit der Anderson oder du bist raus, okay? Ich hab Pam gestern im Hubschrauber geknallt. Zweimal, aber bei einem Traktor, ihr spinnt doch. Okay. Hasselhoff, du hast es nicht anders gewollt, ja? Dann ersetzen wir eben die Anderson durch... Inge Meisel. Okay, Inge Meisel. Aber ihr holt nachher den Sand aus den Falten. Brüssel. Die europäischen Staats- und Regierungschefs trafen sich gestern zu einem Arbeitsessen. Der französische Staatspräsident Jacques Chirac war dabei voll des Lobes für den Gastgeber. Dieser Aprilfrisch und so strahlend weiß. Und das alles ohne Goldkante? Komplimente. Minsk. Der russische Staatspräsident Boris Jelzin besuchte am Freitag eine militärische Flugschau in Weißrussland. Dort überraschte er die Fachleute mit fundierten technischen Kenntnissen. Aha, automatisches Höhenruder, Luftabwehrraketen, Radarabstand, SDI. Mir. Was ist das für ein komisches Ding? Das ist ein Uhr, Herr Jelzin. Das Familienministerium rät jungen Paaren, bei Beziehungsproblemen einen Eheberater einzuschalten. Dieser könne verhindern, dass vermeintlich kleine Streitigkeiten eskalieren. Das musst du gerade sagen. Was? Wer hat denn wen zum Kaffee eingeladen? Ja, das frage ich mich allmählich auch. Ja, ich muss einen Totalausfall gehabt haben. Und inzwischen weiß ich auch, dass du nur hinter meinem Geld her warst. Ja, das ist jetzt auch aus meinem Geld. Hinter deinem Geld, ja. Ich nicht lache. Ich lasse mich scheiden. Ja, ich komme ohne dein Geld viel besser aus. Ja. Du kleiner, mieser, dreckiger Erbschleicher. Erbschleicher bin ich. Du weißt ganz genau, das Einzige, was ich jemals geerbt habe, war das Haus von meinem Vater. Und das nehme ich jetzt auch mit. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ich hasse dich. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück. Danke, Anke. Heute Nacht um 3 endet in Deutschland die Sommerzeit. Die Uhr wird um eine Stunde zurückgestellt. Die meisten Menschen nutzen die gewonnene Stunde, um alle Uhren im Haus umzustellen. Viele Junggesellen dagegen beantworten lieber Faxe aus Frankreich. Lieber Harald, kannst du mir nicht etwas von dir schicken? Deine Hemd mit die Parfum von die letzte Nacht und eine Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Und eine Flasche von die Wodka, die mich so
bereit gemacht hat. Und als du noch eine Kugel von die Doppelkorn, wo ich immer geheiert habe, wie die Sau. Saufen wie Gott in Frankreich. Deutscher Fusel. Willkommen noch einmal zur Formel 1. Vor dem morgigen Finale mit Michael Schumacher ist nur eines sicher. Sein Bruder Ralf wird höchstens dann auf dem Treppchen stehen, wenn im Hotel der Aufzug stecken bleibt. Was Schumi 2 alles anstellt, damit sich das ändert, verrät er uns in einem Exklusivinterview. Herr Schumacher. Ralf 2. Sie haben sich ja erst kürzlich fast das ganze Hirn rausnehmen lassen, weil es Sie angeblich beim Autofahren stört. Wissen Sie eigentlich noch, wie Sie heißen? Oh, das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig. Aber Sie wissen noch, wo Sie wohnen. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Nee. Angeblich können Sie ja nicht mal mehr alleine aufs Klo, sondern nur in Begleitung. Mit 5, 6 Männern meistens. Och, kann ich deren Telefonnummern nicht. Wie ist eigentlich das Verhältnis nach der Operation zu Ihrem Bruder Michael? Das ist einfach ein Arschloch, auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch. Ja, vielen Dank, Herr. Ja, das reicht jetzt. Auf gut Deutsch. Schumi? Auf gut Deutsch. Ja, das soll. Das war's von mir. Und nun kommen wir zur Presseshow. Die Presseshow wird Ihnen präsentiert von Gassi Gehen, dem Magazin für Hund und Herrchen. Guten Abend. Ja, Thema Nummer 1 in den Zeitungen dieser Woche war natürlich eine Heirat. Schröderköpf, Hochzeit mit Kartoffelsuppe. Die Eheleute Kartoffelsuppe hatten sich spontan zu dieser Doppelhochzeit bereit erklärt. Sag mal, warum hat Gerhard Schröder wieder so schnell geheiratet? Naja, ist doch klar, er will den Rekord von Liz Taylor brechen. Ich meine, Doris Köpf ist ja nicht seine erste Frau und in 4 Jahren muss auch die sich wieder zur Wahl stellen. Ja, ich glaube ja, diesmal ist es was Ernstes. Glaubst du? Ja? Er nennt sie ja zärtlich sein kleines Kanzleramt. Mhm. Er will da unbedingt rein. Ein anderer Prominenter sucht sein Heil nicht in der Ehe, sondern in der Flucht. Harald Junke, der versteckt sich nämlich im Ausland. Nach Angaben seiner Familie treibt er sich mit Maria Krohn auf Jamaika rum. Ja, ja. Jetzt ist er angekommen. Ja, ja, das hat ein bisschen gedauert. Bleiben wir doch noch beim Thema Tragödien. Der TV-Pfarrer Jürgen Fliege soll das Werk des verstorbenen Arztes Julius Hacketal fortführen, die aktive Sterbehilfe. Aha, und wie will der Fliege das machen? Ja, mit seiner täglichen Talkshow. Ah, klar. Talkshow, meine Damen und Herren. Dazu passt auch diese Meldung hier. Immer mehr Autofahrer fallen am Steuer in Tiefschlaf. Ja, ich frag mich ja, was einem da noch so durch den Kopf geht. Ja, im schlimmsten Fall das Armaturenbrett. Ja. Haben wir noch was zum Thema Verkehr, Bastian? Ja, haben wir. Schön, dass du fragst, Ingolf. Wir haben, der Tierschutzverein in Hamburg erbt 2 Bordelle. Vor allem die Hundepfleger freuen sich schon auf die neuen Möpse. Der Express berichtet von einer kulinarischen Besonderheit. 23 Tonnen Eintopf auf der Autobahn. Ja, 20.000 Autofahrer hatten Essen auf Rädern. Und noch eine imposante Zahl, meine Damen und Herren. Ein Mann hat nach 86 Jahren endlich seinen Schulabschluss geschafft. Wieso hat er so lange gebraucht? Ja nun, ich meine, er musste nachsitzen, weil er hatte Kaiser Wilhelm beleidigt. Dann muss man auch, okay? Ungewöhnliches gibt es auch von einer großen Supermarktkette zu berichten. Tabletten bei Aldi. Absoluter Renner ist die Aldi-Baby-Pille. Das war die Presseshow. Die Presseshow wurde Ihnen präsentiert von Gassi Gehen. Diese Woche mit Sonderbeilage. 40 Kinderspielplätze im Test. Die Renten in Deutschland sind nicht mehr sicher. Damit die Oma ihren Enkeln trotzdem Leckereien wie Schnaps und Zigaretten zustecken kann, gibt es sogenannte Butterfahrten. Über die schwarzen Schafe in dieser Branche berichtet jetzt unser Sensationsmagazin. Passiert?
Willkommen zu Passiert. Mein Name tut nichts zur Sache und das ist passiert. Am 31. August 1997 wurde diese alte Schabracke zum Schauplatz einer der abscheulichsten Vorfälle, über die Passiert je berichten musste. Hier auf dem Unterdeck der MS Butterqueen, dies ist natürlich nur ein Modell, wird Hertha F 82 auf geradezu unnatürliche Weise... Hertha, erzählen Sie uns doch bitte selbst, was auf dem Schiff passiert ist. Fangen Sie bitte mit dem Sex an. Ja, also, ich habe mein ganzes Leben für diese Butterfahrt gespart. Die ging nach Rügen. Ja, erzählen Sie uns bitte zuerst die Geschichte mit dem Sex. Ja, also, ich bin zum Sex gezwungen worden. Jawohl. Mit verschiedenen Männern. Passiert wurden diese geheimen Fotos der skandalösen Butterfahrt zugespielt. Der Redaktion sind die Aufnahmen zu schlecht. Wir haben das Geschehen an Bord der MS Butterqueen nachgestellt. Am Anfang war es eine Butterfahrt wie jede andere. Viel Essen und viel Trinken, wenig Einkaufen und so. Doch kurz vor Rügen kamen dann diese schamlosen Kerle. Jean-Marie, Raoul und natürlich Maurice. All diese eingeölten, tätowierten Körper. Doch der hemmungslose Sex ist nicht alles, was Hertha F. über sich ergehen lassen muss. Skrupellose Leichtmatrosen beschmieren die Rentnerin mit solchem Schlamm und wälzen sie anschließend in diesen heimtückischen Daunenfedern. Passiert geht der Sache auf den Grund. Wir telefonieren mit der Reederei auf Rügen. Moin. MS Butterqueen, Sexschlammfedern, warum? Ja nun, das war eine Äquatortaufe. Das macht man ja auf vielen Schiffen so. Das war eine ganz einfache Äquatortaufe. Verstehe. Nach wochenlanger Recherche findet Passiert heraus, Rügen liegt nicht am Äquator. Eine falsche Äquatortaufe. Daraufhin besuchen wir den Kapitän der MS Butterqueen. Rügen nicht am Äquator. Was sagen Sie dazu? Ja, man hat uns beschissen, hat man uns. Ja, hier zum Beispiel die Seekarten, ne? Die haben wir billig eingekauft in Polen, ne? Da ist alles Mumpitz da drauf. Ich glaube, wir kaufen bald neue. Hertha F. erholt sich nur sehr langsam von dem Schock der Butterfahrt. Doch die Reederei bot ihr eine großzügige Entschädigung an. 50 Kilo deutsche Markenbutter sowie einen Leichtmatrosen der MS Butterqueen ihrer Wahl. Hertha hat sich für Maurice entschieden. Eine Geschichte, die wohl jedem von uns hätte passieren können. Nächste Woche in Passiert. Schnäppchen. Deutsche Ägyptenurlauber tauschen ihre Frauen gegen Kamele. Und gleich sehen wir noch in der Wochenshow Lothar Matthäus mit seinen Gedanken zur Welt und die Sat.1-Sportabteilung rum mit Werner Liefen. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow und das sind die weiteren Themen dieser Woche. Endlich erstes Früchtekrankenhaus in Chemnitz eröffnet. Innovativ, Schießer stellt neue Kollektion vor. Und zu spät, Pfälzer Landwirt entdeckt das Sommerloch. Bayern Münchens Vorzeigeoper Lothar Matthäus hatte auch in dieser Woche wieder ein paar nützliche Tipps für uns parat. Also Augen und Ohren offen für Lothars Welt. Mario, ich würde dir jetzt einmal was sagen. Deine Frau hat mir erzählt, dass du gerne mal Weißwürste essen tust. Kalkablagerungen im Topf bilden sich erst gar nicht, wenn du wöchentlich Essigwasser drin aufkochst. Oder? Für diese Worte muss ich dir Dank sagen und muss mit dir natürlich auch anstoßen. Prost. Prost. Randsportarten führen in den Medien immer noch ein Schattendasein. Nur die ARD begeistert ihre Zuschauer regelmäßig mit Berichten über Synchronschwimmen und Frauenfußball. Eine andere, leider kaum bekannte Sportart stellen wir Ihnen jetzt wieder in Rum vor. Liebe Rum-Freunde, guten Abend und herzlich willkommen bei Rum. Ich habe
gestern neue Turnschuhe bekommen, aber das ist nicht der einzige Grund, weswegen ich heute hier bin. Ich befinde mich hier in den Katakomben des Kasseler SC zusammen mit dem Ausnahmeathleten Heiko Müller. Dach. Heiko, Sie wollen heute den Weltrekord im 30 Sekunden an der frischen Luft bleiben, ohne viel Wasser zu trinken, brechen. Jawohl. Ein lebensgefährliches Unterfangen, Heiko, zu dem wir jetzt live an die frische Luft gehen. Sind Sie bereit? Moment, ich muss mich mal kurz schütteln. Gut. Ja. Gut, wir können. Ja, Heiko, dann bleibt mir nur noch Ihnen viel Glück zu wünschen, Hals- und Beinbruch, alles Gute, toi, 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 herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, hoch zu erleben und kein Wasser trinken. Auf die Plätze! Fertig! Los! Ja, liebe Raum, Freunde, das ist spannend, das ist ästhetisch, das ist Körperbeherrschung. Puh, Sie können sich ruhig nochmal schütteln, Heiko. Also dann nur den Kopf. Noch 20 Sekunden, Heiko. Oh, da ringt er nach Wasser. Disziplin, Heiko. Wir glauben an Sie, Heiko. Noch etwa 10 Sekunden, Heiko. Denken Sie an die Entbehrung, an die Familie, Ihre Frau, den neuen Toyota. Volvo! Nein! Nein, 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 nein. Ja, liebe Rom-Freunde, so endet ein vielversprechender Rekordversuch mit der Erkenntnis, wer die Luft anhält, ist noch lange kein Reifen. Und mit diesem wunderschönen Schlusssatz gebe ich zurück in die Anstalt und nicht vergessen, nächste Woche wieder rumschauen. Zum Abschluss der Wochenshow zeigen wir Ihnen nun noch Szenen, die bei uns normalerweise unter Verschluss liegen. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bei mir sitzt jetzt Ralf Schumacher. Ich sitze. Na, ich glaube, der steht, haben wir gerade gesagt. Ja, ich habe es nochmal falsch gemacht. Nur ich glaube, wir hatten das auch interessant. Das geht mal. Darf ich kurz sprechen? Hallo, Ralf Schumacher. Oh, blöde Kuh! Ich verliere mein BH! Sie sind die dicksten Freunde. Hey Helmut, mit dem Schnäuzer siehst du aus wie der Tritin. Schau dich mal an, du denkst wohl dein Pornopartner, ja. Mensch, was? Zwei Freunde, die durch nichts zu trennen sind. Tja, du Helmut, die Nolde sieht ja richtig gut aus. Sehen Sie in den Hauptrollen Helmut Kohl und Norbert Blüm. Wolfgang Thierse als Miraculix. Dummerhart. Und in seinem Kinodebüt Dieter Bohlen als Trubadix. Nein, du wirst nicht singen! Lümmerix und Kohlbelix gegen die Fräser. Jetzt im Kino. Ich gebe zu, ich alte Sau. Habe schon die vierte Frau. Aber Leute, das ist mir nicht genug. Und weil ich grad so schön vor euch stehe, erzähl ich euch meine neueste Idee. Passt mal auf, ich setz noch einen drauf. Wahnsinn, ich geh zurück zur Helu. Hello, 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 eiskalt. Lass ich meine Doris zurück. Das ist Wahnsinn. Frauen hatte ich schon viele. Viele, 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 viele. Nur mein Freund, der Bill, der hatte noch mehr. Mehr, noch viel mehr. 300 ungefähr. An jeder Hand. Interessant.